So, hallo und herzlich willkommen. Heute mal wieder in CSGO Overwatch. Ich habe den Beweismaterial schon geladen und mache gerade wieder öfters Overwatches. Ich habe das ein bisschen in Vergangenheit oder ein bisschen einfach, so habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, aber ich denke, es ist relativ wichtig, danach zu gucken. Man selber beschwert sich immer über Cheater oder Creeper oder was weiß ich und dann muss man eben auch seine Overwatches machen, in der Hoffnung, dass es weniger wird. Zumindest die Hoffnung ist da. Gucken wir mal, was auf uns wartet. Ich hab's gedacht, gestern und die Tage eben schon ein paar gemacht und hab gedacht, so okay, hab halt nicht aufgenommen, aber könnte ich mal aufnehmen. Zehnte Runde. Ist der Grief der oder ist der schon direkt hier? Macht der nix? Okay. Hä? Bot. Also ich habe ein Bot, die haben zwei Bots. Verdächtige minus eins. Aber es spielt niemand. Außer der Bot. Hä? Die haben alle Minus-Kills. Hä? Der killt ihn aber auch nicht und... Gut, der Bot, der macht's jetzt, oder was? Das ist Downrank-Lobby gegen Downrank-Lobby. Und keiner will so... Komm, gewinn du die Runde. Nein, gewinn du die Runde. Bot. Follow me, my friend. Bot. Ja, der Bot hat ihn abgestraft. Und jetzt blendet er die Bombe nicht. Es ist echt... Was ist das? Oder warten die, bis die vermeintlichen Bots zurückkommen, aber... Sind die Pings echt? Ne, ich denke, die sind überspielt, oder? Also es ist nicht so, dass jeder einen extrem High Ping hat. Aber jetzt blendet er die Bombe. Der Bot. Okay, also entweder... Schreibt mal in die Kommentare, ob die Pings richtig sind. Oder ob die halt einfach pauschal 996 sind. Also, was ist mit dem? Okay. Der ist irgendwie AFK. Oder was? Der 30. Ja, der 30. Es ist echt ohne Scheiß jetzt der Downrank-Lobby gegen Downrank-Lobby. Und niemand will gewinnen, niemand will irgendwas machen. Aber warum wurde der dann reported? Ich wollte gerade sagen, gut, wenn er sich jetzt anfängt zu drehen, wäre es klar, dass er reported. Was machen die denn? Ey, das ist der echt wirklich suspekteste Overwatch, den ich je gemacht habe. Ich hatte schon Raychecker gegen Raychecker und... Aber das... Was ist das? Was machen die? Der Bot, der regelt jetzt alles, oder was? Warum guckt der die ganze Zeit in die Wand? Ich würde ja sagen, okay, ich report ihn für Grieving, weil er halt nicht spielt, aber alle anderen spielen ja offensichtlich auch nicht. Was soll man da bewerten? Ich meine, er grieft definitiv. Er spielt nicht das Spiel. Ja, aber alle anderen auch nicht. Kann man es ihm dann übel nehmen? Schreibt mal mir in die Kommentare, was ihr hier drücken würdet. Also ich sehe es so. Ich weiß ja nicht, was der davor gemacht hat. Ich glaube, wenn der reported wird, werden auch schon die Runden davor natürlich gezeigt. Und auch, denke ich, ein paar danach. Ich weiß nicht ganz genau, wie es ist, aber... Gut, ich drücke ihm halt Grieving rein. Ich vermute, vielleicht hat er halt schon die ganze Zeit reingetrollt und reingecreeft. Hat auch, minus 1 Kills. Der Bot Robin, der versucht noch was zu regeln. Und regelt auch was, weil die Gegner halt auch nichts machen. Was ist denn das? Das ist ja komplett unnormal. Wenn klar, wenn einer das trollt und die gehen halt alle AFK, dann drücken doch die CDs durch und gewinnen kurz die Maps. Nein, die machen auch nichts. Geht es so die ganze Zeit? Boosten die Stunden? Ist es eine Boost-Lobby oder? Boosten die Stunden und Runden oder? Ich verstehe es nicht. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, was es ist. Das ist schon echt ominös.
Es ist echt ominös. Es ist der komplett komischste Fall, den ich bisher in meiner ganzen Laufbahn gesehen habe. Wo ich nicht einschätzen kann, was da gerade los ist. Die zwei CTs gehen noch auf lang, ob als die jetzt halt lang spielen. Und töten den nicht, rennen in den... Ach, das ist der Bot. Bot gegen Bot. Und der lässt sich jetzt... Die zwei lässt sich jetzt auf und das 7 abstrahlen. Ne, ach so, wieder Bot gegen Bot. Okay, die einzigen, was effektiv spielen, sind die Bots. Und der geht jetzt auch AFK. Oh, ich halt kriege wieder einen Drehwurm. Ich hasse das, wenn ich da so zugucken muss. Ich verstehe es nicht. Ganz ehrlich, was zum Teufel ist es? Muss ich das jetzt ganz angucken, oder... Also ich werde hier mal cutten und dann sehen wir uns gleich wieder aus. Es passiert doch irgendwas Aufregendes. Okay, suspektester Overwatch, den ich hier hatte. Es ist ja kriminell, was da abging. Ich schreibe in die Kommentare, was ihr denkt, was da los war. Also Zielhilfe hat er auf jeden Fall nicht gehabt. Sichthilfe auch nicht. Anderweitig externe Hilfe auch nicht. Spielbehinderung werde ich auf jeden Fall machen, weil das hat er gemacht. Egal, was davor war mit den anderen, aber er hat minus 1 Kills. Er hat auf jeden Fall gecreeft. Die werde es abgeben. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr denkt, was da los war. Das war echt komplett random, was auch immer das war. Und dann sage ich, jo, vielen Dank fürs Einschalten. Gebt gerne einen Daumen hoch, lasst ein Abo da. Und dann sage ich, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.